Kid. Und da geht es darum, wie er in eine Nudistenkolonie fährt und Urlaub macht. Okay, und einer dieser Sprüche, den ich mir, der ist irgendwie mehr ins Gedächtnis übergegangen. You need a lot of towels for this lifestyle. Ja, das ist sehr gut. Auch diesen schönen Shit. Witz mit dem am FKK-Strand, dem Kellner an der Strandbar. Wechselgeld. Was heute mit Karte, ja, ach, keine Ahnung. Ich suche mal die Musik, Eingangsmusik, die Intro-Musik. Ist das die Intro-Musik? Labern Sie mich nicht mit Goethe an, sondern folgen Sie mir ins Klassenzimmer. Geschichte ungenügend. Eine Produktion von sofakusch.de. Ein heiterer Geschichtspodcast. Mit Abel Xavier Unsinn und Janni Imhof. Hallo und herzlich willkommen zu Geschichte ungenügend, dem heiteren Podcast zu Geschichte und Popkultur mit leicht verpeiltem Intro und dem Robert Heutzer für die Generation Z, Abel Xavier Unsinn. Hallo, guten Tag. Das hatten wir schon mal. Ich wollte schon mal meine Pfeife holen, glaube ich. Haben die Handschellen schon geklickt? Bist du da drin in diesem Wettpark? Wir sollen jetzt tagesaktuell das machen. Ich winde mich daraus. Okay, es ist gerade ein Wettskandal. Mal wieder im deutschen Profi- und Halbprofi-Fußball. Aber egal, mein Name ist Janni Imhof und ungefähr alle zwei Wochen erzähle ich euch und Abel eine bemerkenswerte Episode aus der Weltgeschichte, auf die Abel so nicht vorbereitet ist. Ich, studierter Historiker, ist, darf er gerne immer mal in drei Sätzen den Hintergrund der jeweiligen Epoche zusammenfassen. Und damit es etwas spannender wird, führe ich ihn manchmal noch mit einem ganz anderen Thema auf die falsche Fährte. Und weil wir uns ja heute im Teil 2 einer Doppelfolge befinden, haben wir jetzt gar nicht so viel falsche Fährte. Aber wir reden definitiv am Ende nochmal über die popkulturelle Verarbeitung unseres heutigen Themas. Da ist mir nämlich gerade gestern noch was untergekommen, mein alter Friend of the Show. Ah. Und ja, diese ganzen Popkulturreferenzen, die findet ihr in den Shownotes hier verlinkt. Oder ihr sucht einfach auf Spotify oder YouTube nach den Playlists Geschichte ungenügend. Dann werdet ihr da auch fündig. Genau, und wenn ihr sonst Fragen, Korrekturen, Themenvorschläge, sonstige Drohungen habt, dann meldet euch doch über unsere ständig wechselnden Social-Media-Kanäle. Echt? Wechseln die? Ja. Also zumindest der Name wechselt nicht, denn der Name, unter dem ihr uns per Mail erreicht, ist geschichteungenuegend@gmail.com. Und der Name hat auch nicht gewechselt bei TikTok und bei Instagram. Auch dort findet ihr uns unter Geschichte ungenuegend ohne den Umlaut. Ja, hervorragend. Vielen Dank. Und auf YouTube findet ihr uns auch. Das ist immer ganz spannend. Da hören die Leute immer nur die ersten 20 Sekunden von unserer Folge über die Geschichte des Lederhosenfilms. Ich glaube, die erwarten sich da ein bisschen nackte Haut und sind dann enttäuscht, dass es nur nackte Tatsachen gibt oder sowas. Ja. Naja. Wenn es euch aber gefällt und ihr länger als 30 Sekunden dranbleibt und ihr uns ein bisschen unterstützen wollt, dann könnt ihr das auch mit dem Link hier in den Shownotes Support the Show machen. Da kann man uns einen Kaffee spendieren, den ich jetzt hier auch trinke. Voll lecker. Bist du irgendwie Cola? Nee, Johannisbeerschorle. Oh, aber auch vom Allerfeinsten. Sehr geil, nicht bezahlte Werbung aus dem Internet vom Bleichhof bestellt, finde ich sehr gut. Vom Bleichhof. Mhm, so heißt der wohl. Lecker, lecker, lecker. Wenn ihr ein Biohof seid und einen Podcast sponsern wollt, sagt uns gerne Bescheid. Alles außer Demeter, sag ich mal. So, jetzt aber rein in Medias Dings. In der letzten Folge haben wir über den ehemaligen Soldaten der französischen Kolonialarmee Jean Bedel Bokassa und seine Karriere bis ins Amt des Oberbefehlshabers der jungen Zentralafrikanischen Republik, eine ehemalige französische Kolonie, verfolgt. Ja, hattest du noch irgendwie, ist dir noch irgendwie was untergekommen, noch Unklarheiten oder können wir gleich rein? Ich mache jetzt keine große Zusammenfassung. Wer das hören will, kann ja irgendwie gerne nochmal eine Folge zurück und dann sehen wir uns jetzt hier wieder. Nö, eine Zusammenfassung brauchst du vielleicht nur mal so ganz schnell für mich, weil, wenn ich mich erinnere, ist der junge Mann halt einerseits erstmal Opfer der französischen
Besatzer da in seiner Gegend gewesen, weil irgendwie sein Vater oder wer auch immer da alle massakriert wurden. Mhm. Und er früh in ein Waisenhaus kam und da dann irgendwie zu einem Militär quasi herangezüchtet wurde oder selber den Weg eingeschlagen hat und dann mehr oder weniger sehr erfolgreich in verschiedenen Ecken gekämpft hat und so aufgestiegen ist innerhalb der Armee. Und Sprung nach vorne, inzwischen ist die Zentralafrikanische Republik etwas halbwegs unabhängig geworden von Frankreich, zumindest offiziell. Und es wurde der etwas zu unabhängige Präsident um die Ecke gebracht von seiner Frau oder von dem französischen Geheimdienst oder von Miss Marple, weiß ich nicht mehr so genau, alle zusammen auf jeden Fall. Genau, und Spider-Man. Und, genau. Nee, Entschuldigung, und da ganz nochmal ganz kurz, nämlich auch eine Korrektur, da habe ich irgendwie einen rausgehauen da war es noch ein teilautonomes Überseegebiet und noch nicht die Zentrale Afrikanische Republik. Und der beim Flugzeugabsturz dann umgekommene Barthélemy Boganda, der war nicht Präsident, sondern Premierminister. Das nur hatte ich irgendwie letzte Woche verpeilt. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob der große Cliffhanger war, was jetzt nach diesem Ableben des alten Premierministers passiert oder ob wir schon einen Schritt weiter waren, das weiß ich gerade gar nicht mehr. Wir waren schon weiter, nämlich wir hatten den erst 30 Jahre alten ersten Präsidenten der unabhängigen Zentralafrikanischen Republik, David Dacko. Cousin von Bokassa und hat Bokassa sozusagen ins Amt als Oberbefehlshaber der Streitkräfte geholt und Weggefährten Dacos haben schon gesagt, wenn der nicht mal putscht. Und Dacko hat es aber bis zuletzt ja wirklich ausgeschlossen, weil erstens er Bokassa für zu dumm dafür hielt und zweitens sei der ja ohnehin nur daran interessiert, sich irgendwelche Orden und Ehren anzuheften und damit rumzuprahlen. Ja. Ja. Ja, aber es läuft nicht gut für die Zentralafrikanische Republik. Zu viel Geld, ich hatte es letzte Woche schon angekündigt, verschwindet in so einem Strudel aus Vetternwirtschaft und Korruption und am Ende des Strudels sind halt die Kassen von David Dacko. Sag mal kurz, in welchem Jahr wir uns jetzt befinden? Jetzt ungefähr? Sind Oder wir genau? Mitte der 60er Jahre ungefähr. Also 64 hatte Dacko die Wahl noch als, da war er auch noch schon der Einzige, der angetreten ist. Und das war so auch die Zeit, da hatte er dann Bokassa in sein Kabinett geholt und wir nähern uns jetzt so langsam dem Ende der 60er Jahre. Und Dacko braucht Kohle. So mit der französischen Regierung lief es da irgendwie nicht so richtig gut und er hat sich nochmal umgeguckt, wo man eigentlich noch irgendwie mit dem Scheckbuch hausieren könnte. Und was ja viele ehemalige Kolonien gemacht haben, ist sich sozusagen einer der neuen, in Anführungszeichen, Supermächte im Blockkonflikt anzudienen. Und sozusagen dann gab es auch die sogenannten Stellvertreterkriege, dass eben sozusagen sowjetisch finanzierte und amerikanisch finanzierte und europäisch finanzierte Staaten da aufeinander losgegangen sind, in Afrika unter anderem. Was ja dann teilweise auch im Zuge dieser Befreiungsbewegung der einzelnen Staaten ja so vor sich ging. Keine Ahnung, ich glaube, das bekannteste Beispiel ist dann ja irgendwie, dass der gute Che da ja auch rübergemacht hat und im Kongo? Ja. Halbgar nachzuhören in unserer Folge 3 über Kongo Müller, den alten NATO-Erfahrung gemacht. Knarrenheinz. Oh, schrecklich. Ja, schrecklich wird es halt auch. Und zwar im Falle von der jungen Zentralafrikanischen Republik zückt die Volksrepublik China das Scheckbuch. Aber auch diese ganze Wirtschaftshilfe, das tut nichts für die allgemeine ökonomische Lage, weil, wie gesagt, David Dacos Taschen sind tief. Ich hatte aber noch mal eine Frage, weil du hattest letztes Mal, glaube ich, gesagt, dass Diamanten so ein bisschen das Ding waren, was in der Zentralen Afrikanischen Republik damals nicht einheimische Investoren dazu bringen konnte, ein bisschen Geld zu investieren. Ja. Und ich hatte das ja so verstanden, dass darüber so ein bisschen das Geld reinkam, dass nämlich irgendwelche Lizenzen, Buddellizenzen oder wie auch immer das genau dann funktioniert, da irgendwie vergeben wurden. Das war aber dann zu wenig und dann wurde gesagt, China macht doch hier mal mit. Ja. Oder wie gesagt. Ja, das war halt vor allen Dingen, wenn halt, und das haben wir bei Bokassa auch, dass sozusagen der Herrschende als Einzelperson oder zumindest mit Anführungszeichen Hofstaat
wenn der schon irgendwie so 25% des Bruttoinlandsproduktes oder sozusagen 25% der Ausgaben ist, dann, wenn du da so ein, ja, dann bleibt halt nie, ist es nie genug. Und ist das eine ausgedachte Zahl oder ist es tatsächlich belegt? Ja, round and about. Also zumindest trifft es auf Bokassa zu, dass der eigentlich ein Riesenkostenfaktor erstmal wird. Ach was, der wird Chef irgendwann. Ach scheiße, das ist jetzt gar nicht. Spoiler. Ich hatte es so, ich hatte letzte Woche gesagt, dann kommt ein Putsch. So, und jetzt kommt auch der Putsch. Mensch. Und auch Deco hat gemerkt, so langsam wird die Schlinge irgendwie, zieht sich zu und Bokassa sitzt ihm im Nacken. Er reagiert, indem er die Gendarmerie gründet. Relativ clever. Es ist eine militarisierte Polizeitruppe, die ihm untersteht und nicht dem Militär. Und diese Gendarmerie wird von Jean Izamo geleitet, nicht von Gendarme. Und so ist Izamo auch der Erste, den Bokassas Truppen am Silvesterabend festsetzen und festnehmen. Mhm. Das macht Bokassas zweiter Mann, Captain Alexandre Banza. Banza, merken, Izamo ist leider, also der ist dann einer von den nur 8 Toten, die dieser Putsch nach sich zieht. Also es geht wahnsinnig schnell, extrem unblutig. Und David Dacko hat vorerst mehr Glück. Er wird festgesetzt und landet zunächst im Hausarrest und dann später, meine ich, auch im Exil. Also es ging ruckzuck dann an Silvester und zum 1.1.1967 ist dann Jean Bedel Bokassa nicht wirklich erstmal am Ziel, aber so doch an der Spitze der Zentralafrikanischen Republik. Er macht sich umgehend an die neuen Staatsgeschäfte, er setzt die Verfassung außer Kraft und regiert erstmal mithilfe von so präsidialen Dekreten. Und das ist aber alles dadurch gegangen, dass er einfach die militärische Macht hatte, also irgendwelche Einheiten hatte, die hatte dann an irgendwelche Stellen gesetzt und offensichtlich gab es da auch gar nicht so viel Beschwerden drüber, dass da jetzt mal der Dacko abgeduckt hat. Ja, es haben sich 8 Leute beschwert. Die sind alle gestorben. Ja. Nee, Quatsch. Also bestimmt gibt es dann noch ehemalige Weggefährten und super Leute, die ihr eigenes Süppchen kochen. Da passiert die nächsten Jahre nochmal dies und jenes. So, aber innenpolitisch dich an die Macht putschen, das reicht natürlich erstmal nicht. Du brauchst ja noch sowas wie internationale Anerkennung. Also irgendjemand muss dir den Quatsch auch glauben, dass du Präsident bist. Ja. Hallo, hier, ich hätte mal... Nee, wo ist denn der Herr Dings? Nee, das gibt es ja immer mal wieder. Wie bei den verschiedenen Neros, die wir letztens hatten. Stimmt. Ich bin jetzt hier Chef. Aber es ist ein bisschen erstaunlich. Er kriegt wenig Support aus so den Nachbarländern und aus Afrika, also generell aus Afrika. Erstaunlich, weil er mitunter auch irgendwie in anderen Ländern der eine oder andere Putschist am Ruder schon sitzt. Ja gut, nur weil man auf die gleiche Art und Weise an die Macht gekommen ist, heißt ja nicht, dass man sich dann irgendwie gut findet. Ja, achte drauf. Ja, da können wir auch nochmal einen Pin reinmachen für die Zukunft. Weil es gibt ja auch immer wieder so Scharmützel in den Grenzgebieten. Aber dann doch erklärt sich der Präsident des Tschad bereit, Bokassa als rechtmäßigen Präsidenten anzuerkennen. Und auf der globalen Bühne gibt sich Bokassa dann strikt antikommunistisch und sagt sich von China los. Okay. Und weil Bokassa ja nun wirklich jahrzehntelang im Dienste der französischen Kolonialarmee und im Dienste Frankreichs tätig war, möchte er eigentlich wieder sozusagen bildlich gesprochen unter den Rock der Marianne zurück. Mhm. Also das hätte ich jetzt als erstes auch gedacht, dass sich da so ein Putschist jetzt nicht irgendwie um die anderen kleinen jungen Unabhängigkeitsstaaten kümmert, sondern vielleicht auch mal irgendwie bei den Großen anklopft und sagt, hier, ich bin jetzt hier der Chef, bestätige mir das mal. Ja, die Nachbarländer ist vielleicht insofern nicht ganz unwichtig, als die so, also immer im Grenzgebiet so 2-3 Kompanien zu sitzen haben. Und wenn sich dann Dacko überlegt, der ist wahrscheinlich auch da nochmal rumgereist in der Zeit. Ja, ja, aber wie gesagt, es soll zurück in die engere Beziehung mit Frankreich gehen. Frankreich bleibt erst einigermaßen zurückhaltend. Bokassa trifft den Premierminister Pompidou. Ja. Und da sagt Frankreich, ja, weiß ich nicht, ob wir da jetzt irgendwie nochmal engere Beziehungen aufbauen können. Nun galt aber in der Zentralafrikanischen Republik nach wie vor der französische Franc, das war die Währung. Also die waren noch Teil eines kolonialen Währungssystems, formal unabhängig. Aber der Franc, französische Franc ist sozusagen immer noch die Leitwährung.
Da hat Bokassa dann gedroht, ja, dann machen wir das eben nicht, dann machen wir Yuan oder Rubel, das könnt ihr selber zusehen, wie ihr dann macht. Und dann, ja, okay, dann knickt man in Frankreich ein, Präsident Charles de Gaulle, ja, von Bokassa ja ikonisch verehrt. Ja, der hat immerhin 30 Jahre lang irgendwie für den sich durch die Welt geballert. Bezeichnet ihn auch als Papa. Und Charles de Gaulle hat seinen alten treuen Soldaten Jean Bedel Bokassa nicht vergessen. Er kommt vorbei, Küsschen links, Küsschen rechts, alles ist vergeben und vergessen. Ja, so läuft es. Ja, aber es kann der friedlichste Diktator nicht in Frieden diktieren, wenn es seinem zweiten Mann Banza nicht gefällt. Ach so. Und so, ja. the turntables. Und er merkt, dass ihm hier Captain Banza gefährlich wird langsam und der könnte vielleicht seinerseits putschen. Bokassa ist aber sehr viel Military Man und sehr viel taktisch sehr viel gewiefter als David Dacko und so verlegt er die Truppenteile, die sich vermuteterweise in einem offenen Konflikt mit Banza assoziieren würden, er verlegt die einfach in die Grenzgebiete und führt seine eigenen Truppen an der Hauptstadt. Ja. Clever. Ja, und dann, es gibt immer wieder weitere Konflikte zwischen Banza und Bokassa und Banza wird dann noch irgendwie von seinem Militäramt weggescheucht und zum Landwirtschaftsminister degradiert und dann hat er genug. Er informiert seine Truppen, okay, es wird geputscht. Er weiht einen seiner Lieutenants, Jean-Claude Mubanda, ein. Der ist allerdings Bokassa treu. Der kriegt den Plan erklärt, schwingt sich an den Telefonhörer und sagt und berichtet seinem Chef Bokassa brühwarm, dass jetzt der Putsch ansteht. Und ja, so ist es dann auch Bokassa, der präventiv mit seinen Leuten Banza angreift und dessen engsten Kreis und die nehmen ihn fest. Banza wird zu Bokassa gebracht und von diesem fast tot geprügelt, bis dann jemand einwendet, dass es vielleicht ein ganz gutes Bild nach außen abgibt, wenn man ihm den Prozess macht. Also da ist Bokassa, und das passiert sehr selten und immer zu spät, ihm mal in den Arm gefallen und gesagt, warte mal. Ja, das hat er sonst nicht viel in seinem Leben gehabt. Ja, Banza wird dann ruckzuck in so einem Schauprozess zum Tode verurteilt und in der Hinrichtung gibt es dann in der Presse der Zeit und in der Historiografie unterschiedliche Interpretationen. Was wir wissen, ist, dass es sehr gewalttätig zuging und dass es sehr wahrscheinlich ist, dass Bokassa dabei selber zu Werke gegangen ist bei der Hinrichtung von Banza. Und ich erspare uns die Details. Ja, der wird da ja genug Erfahrung gehabt haben in seinem Berufsleben. Ja, wie kommt sowas denn international an, wenn da jetzt so einer am Ruder ist und anscheinend so nicht ganz genehme Strafpraktiken etc. hat? Da wird auch mal die Finger geklopft. Ja, und der UN-Generalsekretär, da sind wir dann schon Anfang der 70er, und das habe ich aus dem Spiegel aus den 70ern, da kritisiert nämlich UN-Generalsekretär Kurt Waldheim die Strafmethoden Bokassas. Und über Bokassa hatten wir ja etabliert, dass er dem diplomatischen Protokoll nicht entsprechen konnte oder wollte. Ja. Und so kontert Bokassa dann mit Zitat: Waldheim, dieser Zuhälter und Ausbeuter, soll besser das Maul halten. Ja, ich wollte gerade sagen, ich kann mir gut vorstellen, dass solche Leute, die dann ihr Leben lang ja wirklich ernsthafte Gewalt ausgeübt haben und einfach wirklich viel Selbstbewusstsein sicherlich dazu aufgebaut haben, dann dazu neigen, vielleicht sich auch ein bisschen im internationalen Vergleich ein bisschen zu überschätzen, in dem, was sie sich leisten können, vermute ich mal. Ja. Weil er sich halt im individuellen Auseinandersetzungen ja wirklich alles leisten konnte, weil er ein erfolgreicher Soldat war. So. Ja, und wir haben jetzt noch ein paar Seiten darüber, wie viel jetzt bei Bokassa ging und Foreshadowing, wann auch mal Schluss ist, weil irgendwann ist immer Schluss. Ja. Ja, Schluss ist es dann. Aber jetzt mal, Kurt Waldheim ist doch schon dieser ehemalige Bundespräsident. Ja, komm, wir machen hier. Ich habe ja so eine mechanische Tastatur, da hört man mich jetzt noch lauter googeln. Das ist toll. Kurt Waldheim. Das war doch ein Riesenskandal in Österreich. Ja, da muss ich aber Bokassa mal
mal beispringen, der soll mal's Maul halten. Aber es ist schön, dass er diesen Ausbeuterspruch auch noch gebracht hat. Da ist also schon ein gewisses Bewusstsein dafür gewesen, wie sich der Westen an Afrika so bedient hat. Die haben den immer, Bokassa, immer, haben sie immer als dumm und simpel bezeichnet. Ja. Ich glaube, der war einfach in erster Linie unglaublich roh. Ja. Wenn man das so sagen kann. Ja. Ja, dann ist es irgendwann auch vorbei mit Charles de Gaulle und Bokassa bricht weinend zusammen. Sein großes Idol ist tot. Papa ist tot, Papa ist tot und er ist tot, traurig. Aber er hat recht schnell einen neuen, ich ganz salopp gesagt, Sugar Daddy, den jetzt amtierenden französischen Präsidenten Valéry Giscard d'Estaing. Ah, Giscard d'Estaing. Ja. Auch wieder so ein schöner Name für die Nasenlöcher. Das ist vor allen Dingen ein schöner Name zum Tippen. Also ich tippe dann einfach irgendwas und hoffe, dass die AI dann den richtigen Namen reinpastet mit Korrektur. Ja, und Daddy Giscard d'Estaing, jetzt sind wir in den 70ern, jetzt gibt es neben Diamanten noch ein anderes wertvolles Exportgut, denn Daddy will sein Uran haben. Ach so, ja. Die französischen Atomkraftwerke und die französischen Atomraketen wollen ja auch von irgendwas, die wollen ja auch irgendwas essen. Wollen wir was zum Spalten haben. Und Bokassa hat Uran und Bokassa will Waffen und Panzer und Kohle. Und in den 70er Jahren kommt Giscard d'Estaing gerne vorbei, denn Giscard d'Estaing ist begeisterter Großwildjäger. Ach, wie schön. Auch passt ja alles. Immer das Hobby der sympathischsten Menschen der Welt. Ja. Und ja, da ist er ab und zu mal da und irgendwann Anfang der 70er schiebt ihm Bokassa dann mal zwei fette Klunker zu. So als Freundschaftsdienst. Das kommt dann später raus, so Mitte der 70er. So eine französische Zeitung gräbt es aus und dann gibt es die sogenannte Diamantenaffäre. Da kann ich jetzt hier nicht ins Detail gehen, aber es war einer der Faktoren, die dann auch bei der nächsten Wahl dann auch irgendwie Giscard d'Estaing reichlich an Sympathien gekostet hat. Aber er hat wirklich halt hart damit rumgekumpelt. Er hat das auch ermöglicht, dass sich Bokassa von der Kohle, die er da macht, schön ein paar, aber machen wir später, Immobilien in Paris und hier ein Chateau und so. Der hat schon ganz gut investiert, auch der Bokassa. Das ist nicht alles. Was mich mal kurz interessiert, wenn wir gerade die Zentralafrikanische Republik machen, und ich habe ja mal diese Afrika-Karte vor mir liegen. Ja. Der Name ist ja wirklich mal wie selten auf der Welt, also wirklich absolut treffend. Also zentralafrikanischer geht's ja gar nicht mehr. meine Frage war eigentlich ein bisschen, wenn ich mir überlege, was da alles, und ich weiß nicht mehr, welche Staaten da alle in den 70ern alle so am Start waren, aber das dürften so ähnlich sein, bis auf Südsudan. Was ist denn da noch französisch? Ruanda, Burundi, sind das französische Kolonien? Aber darum herum, Kamerun glaube ich nicht, Tschad glaube ich, ist wichtig. Es ist eines der ehemaligen Überseegebiete und man hat halt immer noch diese Beziehung da und das ist dann schon günstiges Uran. Ja, okay. Sonst gibt es da halt wirklich nicht viel zu holen. Genau, da hatten wir jetzt halt Giscard d'Estaing und dann haben wir aber auch ein paar schöne Fotos vom internationalen Parkett. Bokassa mit Ceausescu, Bokassa mit, also wirklich ein paar, Bokassa mit einem Kim natürlich und Bokassa mit Gaddafi. Gaddafi ist ja auch, hatte ja auch so einen gewissen Panafrikanismus in sein grünes Büchlein geschrieben. Und Gaddafi sichert Bokassa auch Unterstützung finanzieller und militärischer Weise zu. Bokassa müsse da aber zum Islam konvertieren. Ja. Das macht Bokassa so alibimäßig. So, ja. Klar, Islam machen wir. Super, super, klasse, Herr Gaddafi. Wann kommen denn die Waffen? Und ja, aber mittlerweile irgendwie nichts, Bokassa kann nichts mehr halten. Er ist halt unangefochtener Präsident. Er hat sich dann 1972 zum Präsidenten auf Lebenszeit ausrufen lassen. Und er gibt sich immer neue Titel. Wir hatten ja gesagt, er hat viele französische Orden und er gibt sich immer noch mehr Orden. Ich habe jetzt leider hier nicht so einen weihnachtlichen Schellenkranz, wie so bei Jingle Bells, kling, 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 kling am Anfang. Weil so stelle ich mir mal vor, hat es geklungen, wenn er irgendwo ankam. Der Zochkütt. Und alles wird nach ihm benannt und er gibt sich immer neue Titel und den üblichen Kram. Na, hier von Gottes Gnaden, der Rächer der Witwen und Waisen, der beste Fußballer der Republik. Und wirklich, wirklich. Aber verbrieft ist dann auch der Großmeister der internationalen Ritterbruderschaft der Briefmarkensammler.
Ich weiß nicht, ob er nur seine eigenen Briefmarken gesammelt hat oder da wirklich irgendwie eine. Aber das hat diese Bruderschaft der Ritter der Tafelbriefmarken, hat er sich selber ausgedacht oder gibt es die auch unabhängig von ihm? Sagen wir mal so, er hat sich auch als den 13. Apostel Jesu bezeichnet. Boy, howdy. Geht's noch eine Nummer kleiner? Ich glaube, in Nordkorea hat man sich auch gedacht, oh Junge, ey, der trägt mir auf. Den mag ich. Ja, ja. Das Einzige, was er nicht irgendwie in seinen Meriten hat, ist was mit, also er hat jetzt nicht mit Buddha und Mohammed zusammen gegen die Steiner Brothers, Rick Scott und Rudolf Steiner auf dem Saturn das Trios Tag Team Champion Match gewonnen, aber wahrscheinlich hätte er es gemacht, wenn er. Waren halt auch nicht die frühen 90er. Da war das mit dem Wrestling noch nicht so groß. Das stimmt. Steiner war auch noch nicht, der verfolgt ja auch immer so Trends. Ja, okay, sorry, so heiter das klingt und so ruchlos ist er dann in der Innenpolitik. Ja. Also kaum ein Minister in seinem Kabinett, der nicht schon mal irgendwann in einem schrecklichen Knast war oder geprügelt wurde. Und was natürlich noch viel interessanter ist, da leben ja auch Menschen und die müssen ja auch irgendwie leben. Und da ist ja zu vermuten, dass da nicht viel ankommt von dem, was er da kriegt. Sind wahrscheinlich größtenteils bäuerliche Geschichten und ein paar Leute arbeiten in irgendwelchen Minen und da wird es ja auch soziale Unruhen geben und Leute, die das mit der afrikanischen Befreiung mal ein bisschen ernster meinen als nur afrikanische Befreiung im Sinne von wir wollen afrikanische Führer haben, die uns hier das Geld einsacken, anstatt europäische Führer, die das Geld einsacken, sondern es wird ja Leute geben, die da ernsthafterweise einen auf Befreiung machen wollen. Ja, vollkommen richtig. Und weil aber Bokassa mehr von Militär weiß als alle anderen auf dem Afrikaner, naja, vielleicht noch Idi Amin, der ist ja auch so ein ehemaliger Super Soldier, der kommt denen immer recht schnell bei. Widerstand wird im Keim erstickt. Und es geht ihm, also es wird ihm dann mitunter auch vorgeworfen, das kann man auch jetzt machen, dass er seine politischen Gegner foltert, hinrichtet und dann in seinem Kühlhaus, in seinem Palast aufbewahrt, um sie zu Triggerwarnungen, Kannibalismus, sie zu verspeisen. Jedenfalls ist es hart unappetitlich und ja, es regt sich mitunter Widerstand. Es gibt auch einen Putschversuch gegen ihn. Anfang der 70er wird niedergeschlagen, weil Bokassa einfach nur eine Runde cleverer ist, wenn es ums Militärische geht. Ja. Ja, und nebst dem Militär und Orden sich was ausdenken, er hat jedenfalls viele Frauen und Kinder. So. Letztes Mal sprachen wir ja noch von irgendwie, er verliebt sich da in Indochina und nicht Indochina, wie ich mehrfach irgendwie gereinländert habe letzte Woche. Indochina. Aber seitdem, danach werden nochmal insgesamt 16 Ehegattinnen und zahlreiche Geliebte dazukommen. Das heißt, der Mann ist auch eher Womanizer, beziehungsweise er nimmt sich halt, was er will. Ja. Und was dann aber dabei ganz interessant ist, dass er da nicht nur sozusagen im eigenen Lande sich verheiratet, sondern durch sein Unterwegssein auf dem internationalen Parkett heiratet er eine Rumänin, zwei Vietnamesinnen, was habe ich hier noch, eine Schwedin, eine Belgierin und noch zahlreiche mehr. Aber die heiratet und verscheidet, also scheidet sie immer wieder. Ja. Also ist schon alles halbwegs nach was auch immer das Recht und Gesetz da jeweils vorgegeben hat. Er hat sie nicht alle umgebracht und es gibt auch noch irgendwie... Ich dachte vielleicht ja auch irgendwie, dass der da einfach mehrere Ehen parallel laufen hat oder so ein Kram. Präsident Bokassa hatte doch die Polygamie verboten. Ach so. Er ist ein Serial Monogamist, sagt man da, glaube ich. Das kann ich doch nicht. Ja. Ja, also wahrscheinlich irgendwie, komm, lass mal schnell heiraten. Hier ist der Erzbischof. Herr Bokassa, ich möchte gerne nach Hause gehen, das ist die dritte Ehe des Abends. Yeah. Ja. Zu dem Zeitpunkt, jetzt haben wir so 1976, da ist er mit Catherine Denguiade verheiratet? Das ist ein echt schwieriger französischer Name. Es tut mir echt leid.
Und die hatte nicht ganz so viele Ehren und Orden wie ihr Gatte, aber immerhin den Orden der nordkoreanischen Arbeiterklasse. Ah. Laut ihrer Biografie. Ja. Und sein Geltungsdrang und seine Liebe zu Frankreich und seine veritable Vollmeise, die er zu scheinen hat, kulminiert dann 1976. Da erzählt er nämlich seinem Best Buddy Giscard d'Estaing: Ende des Jahres lasse ich mich zum Kaiser krönen. Oh. Nach napoleonischem Vorbild. Das wird super. Oh, Kaiser von Frankreich. Kaiser, ach so, nein, Kaiser der Zentralafrikaner. Das wäre auch noch ein geiler Move. Nein, so größenwahnsinnig ist er nicht, aber hu boy howdy ist er nahe dran. Nein, er möchte sich zum Kaiser der Zentralafrikanischen Republik krönen und es wird dann eben das Zentralafrikanische Kaiserreich. Mhm. Und wir haben schon darüber gesprochen, dass er ein ordentlicher Kostenfaktor auf dem Eingaben-Ausgaben-Haushalt seines Landes ist. Und jetzt wird es aber nochmal richtig teuer. Es geht, also er veranstaltet nicht zuletzt sowas wie die größte Sause aller Zeiten. Und zwar... jetzt kommen die Tiger und die Nilpferde und jetzt kommen irgendwie fliegende Einhörner. Ja, ungefähr so. Im Jean Bedel Bokassa Basketballstadion, neben der Jean Bedel Bokassa Universität, in der Jean Bedel Bokassa Allee, in Bokassa, nein, die Hauptstadt ist nach wie vor Bangui, die hat er nicht nach sich selber benannt. Ich habe ehrlich gesagt, als ich mal kurz mir das angeguckt habe, überlegt, welche Städte ich kenne, habe ich fieberhaft gesucht nach einem Ort, der Bokassa heißt, aber keinen gefunden. Ja, das hat er halt nicht gemacht, okay. Nee. Du kannst aber was von Bokassa in Bayern finden, da reden wir gleich drüber. Er lässt über den diplomatischen Vertreter des Vatikans anfragen, ob Papst Paul VI. Nicht vorbeikommen könnte zur Krönung, wie einst Pius VI., der bei Napoleon die Krönung veranlasst hatte. Der Vatikan hat da so nicht so Bock drauf. Bokassa ist doch zum Islam konvertiert. Ich wollte gerade sagen. Für Gaddafis Kohle, das geht doch nicht. Ja, also generell lässt man da, glaube ich, fasst man das lieber nicht so an. Fauler Kompromiss ist dann, dass der Erzbischof der Zentralafrikanischen Republik die Messe liest und Bokassa sich selber krönt. Und so krönt er sich selber zu Bokassa der Erste, seine kaiserliche Majestät Bokassa der Erste, Kaiser von Zentralafrika, durch den Willen des zentralafrikanischen Volkes vereinigt in der nationalen politischen Partei, der MESAN. Mhm. Er wird wieder katholisch. Oh. Und seine Krone und... Und gibt Gaddafi seine Waffen zurück. Gaddafi sauer, kommt nicht zur Party. Ah, okay. Ja. Dabei hat Bokassa wirklich unfassbar aufgefahren. Allein Krone und Zepter kosten 5 Millionen US-Dollar. Und er steht da unter so einem vergoldeten Adler. Den müssen sich auch alle nochmal angucken. Sucht einfach Bildersuche Bokassa. Und das sieht halt aus wie irgendwie so aus Warhammer. Und also so ein riesen Goldhühnchen da. Also ja. Oh, 10 Meter lange. Willst du noch ein bisschen was da vom Bild? Ich habe gerade einfach, ja, das ist halt, ja, mein Warhammer ist nicht meine Assoziation, es ist eher so Dune oder sowas. Hm. Also sehr farbenfroh vor so einem roten Hintergrund, so einem David Lynch Hintergrund Vorhang in Rot, da vor so einem riesengroßer goldener Adler, der wahrscheinlich echt aus Gold ist. Und er selber ist hat ja auch so goldgesteckte Klamotten an und hat einen echten, also hat vor allem den, also wenn man sich einen Kaisermantel ausdenkt, also mit so rotem Kaiserrot, Gold und weißem Fell außenrum, das sieht ja wirklich wie, also klischeehaft, da geht's ja gar nicht. Ja. Ja. Hallo, Herr Kaiser. Hallo, Herr Kaiser, das kannst du sagen. Jetzt habe ich bin richtig schlecht geworden mit diesen Sounddrops. Das muss ich einfach nochmal besser machen und die hier mal besser benamen. Die heißen dann einem fast so irgendwie Sound 7 und dann spiele ich wieder wie Helge Schneider ab. Dabei bin ich was ganz anderes. Ach, das jetzt wird's enttäuschend. Er hat reichlich Staatsoberhäupter eingeladen und als einziger erscheint Sevosagur Ramgulam,
der Präsident Mauritaniens. Und der macht dann den John Travolta aus... Wir haben 1976, ja. Ich habe die Playlist da nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass dann später irgendwie hier der Mantel runter, dann so in so einem Leisure-Suit und die großen Hits. Ich meinte nicht den John Travolta von Saturday Night Fever, sondern ich meinte den John Travolta von Pulp Fiction, der so reinläuft und so guckt so, hm. Okay. Warte hier. Ich hatte Night Fever. Bangui, ja, Night Fever. Entschuldigung. Ja. Aber das habe ich aus einem guten Grund. Da komme ich gleich nochmal zu. So. Ja, Gaddafi hatte ich gesagt, er kommt nicht wegen dem Katholizismus. Giscard d'Estaing haben sie ihm auch gesagt, Junge, du fährst da nicht hin, bitte. Ja. Und oder er hat selber irgendwie ein Funkenhirn angeschmissen. Ja, hier weitere so finstere Autokraten und Mordbuben. Mobutu Sese Seko aus Zaire und Idi Amin aus Uganda. Die sagen sich auch, nö, ist vielleicht ein bisschen viel. Und Bokassa sagt dann, ja, die beiden sind ja nur neidisch, weil sie selbst keine Kaiser sind. So sieht's doch mal aus. Der einzige Gast aus dem Hochadel ist Prinz Emanuel von Liechtenstein. Und aber es ist dann halt so haufenweise Prominenz aus der zweiten Reihe da, also so Diplomaten, ne? Da gibt es auch Erinnerungen von US-Diplomaten und deutschen Diplomaten, wie das denn da alles wäre. Ja, und man ist halt immer so ein bisschen von oben herab auf den primitiven Typen, aber der ist jetzt gerade Kaiser und jetzt kommt ihr. Ja, ja, ja. So, und für die... Scheint jemand auch ein bisschen was kompensieren zu müssen. Ja, meint man, ne? Auf jeden Fall. Ganz Geld billige Küchenpsychologie. Ja, küchenpsychologisch wird es später auch noch bei mir. Gibt es was Leckeres zu essen? Nee, ich habe gestern Cordon Bleu gemacht. Ah. Nachdem wir so lange in einer unserer Folgen irgendwie, ja, da ging es doch um die Atlantik-Überquerung. Das war so ein Kochwettbewerb. Ja, nee, Moment, das war hier so eine Schärpe. Da haben wir uns ja auch alle nicht so mit Ruhm bekleckert. Aber gestern haben wir uns dann mit Käse, Schinken und Paniertem bekleckert. Sehr gut. Wie komme ich drauf? Ach so, genau, das Essen. Nach dem Bankett sagt Bokassa zu einem der anwesenden Diplomaten, übrigens, ihr habt gerade alle Menschenfleisch gegessen. Ladies and Gentlemen, Sie haben gerade den Premierminister gegessen. Entschuldigung. Ah, nein, ich wollte gerade einen der wichtigsten Filme des 20. Jahrhunderts wollte ich gerade zitieren, nämlich Eat the Rich. Mhm. Da kommt das nämlich vor. Ich habe neulich die Folge gehört, wo wir auch schon ausführlich über Eat the Rich gesprochen haben. Ah, ja. Hab ich wieder vergessen. Habe ich, ich glaube, das war, als wären wir den Guide Michelin gesprochen haben. Das würde wieder ja thematisch irgendwie ganz passend. Naja. Ja, für Unterhaltung sorgt unter anderem eine Truppe UnterhalterInnen aus... Nee, Moment, das wird so gesagt und es wird aber nicht weiter, da wird es weiterverfolgt. Genau, das wird hier im Podcast. Das ist schon nicht ganz unbedeutend. Das wird hier im Podcast nicht weiterverfolgt. So, nein, doch. Also, das wurde, also, die einen sagen, ja, das ist so Oligarchenhumor, ne? Ja. Übrigens, ich habe sie alle vergiftet. Ich habe sie in der Hand und ich kann euch alles erzählen, weil ihr müsst jetzt ja, seid jetzt darauf angewiesen. Ihr sitzt hier, sauft meinen. Sauft ja, ja. Die 25.000 Flaschen Veuve Clicquot, die ich gekauft habe. Und dann esst ihr irgendwen auf. Nein, also es ist entweder halt, wie gesagt, derber Humor. Wie gesagt, Vorwürfe des Kannibalismus werden eben immer wieder gemacht. Aber da wäre jetzt meine Frage gewesen, ob das so ein klassischer europäischer Rassismus ist oder ob das eine Sache ist, die eher aus dem Land selber kommt, weil man weiß, der ist aber so wild, dass der sich alles rausnehmen will und das dann halt auch noch macht. Das ist es nicht genauer bekannt, woher diese Vorwürfe kommen. Ja, schon eher Ersteres und er selber kokettiert da wohl auch mit. Und ich will, es ist, ich neige dazu, dass das in erster Linie halt so eine scheiß Geschichte über ihn war, wo er aber auch jetzt nicht großartig was dagegen gemacht hat, irgendwie Dementi. Ja. Ich meine, es ist auch, wenn du sagst so irgendwie. Scheint eh nicht so der Mann gewesen zu sein, der der Meinung war, dass er irgendwas dementieren müsste, ja, was über ihn gesagt wird. Ja, wenn ich jetzt sage, das ist auf gar keinen Fall Kannibale, dann kommen die Leute, ja, stimmt, krass, war das. So, weißt du, lieber
Ausgerechnet. Ich glaube, ich überpiepst das. Und für Unterhaltung auf dieser Sause sorgt auch unter anderem eine Truppe aus Vietnam. Tänzerinnen, Sängerinnen, wahrscheinlich weil ihn das als seine Zeit, an seine Militärzeit in Indochina erinnert hat, die sind so mit Tanz- und Coverversionen moderner Popsongs. Dementsprechend, ich glaube, deshalb habe ich zum Saturday Night Travolta Mauritanien-Präsidenten tendiert. Ja, und dementsprechend, ich hatte es ja schon gesagt, viel so Berichte über Bokassas Pomp. Also wir haben ja Filmaufnahmen und das kann man sich auf YouTube verhackstückelt auch nochmal in der ein oder anderen Beitrag wie diesem hier nur mit Bildmaterial angucken. Und jetzt wollte ich nochmal sozusagen dazu, wie diese Wahrnehmung, wie man sich diesen Typen eigentlich erklären kann. Und das, da kommt jetzt dieses Küchenpsychologisch, dass man ihn immer für einen nützlichen Idioten gehalten hat. Und er auch immer da für die Interessen der jeweiligen, die ihn unterstützt haben, auch immer dann da war. Gleichzeitig ist ihm aber halt niemand in den Arm gefallen bei der Scheiße, die er gemacht hat. Und das sind halt so die Enabler. Aber gut, das gibt's ja nun weltpolitisch ganz häufig. Solange da jemand an der Macht sitzt, der dafür sorgt, dass alles im Rahmen so läuft, wie das für die maßgeblichen Kräfte richtig und wichtig ist, dann ist ja auch egal, was er en Detail da für sich anstellt, ob er Kaiser wird oder ob er irgendwelche Gegner foltert. Das ist ja nicht so wichtig, wenn halt da Ruhe im Karton ist und man seine Diamanten und Uran da halt abtransportieren kann. Und das ist jetzt auch kein besonders hotter Take, so läuft es ja normal. Nee, ja. Was mir aber, da dieser extrem übertriebene Pomp, dass ja. Da halt dann auch viele sagen, oh, also das ist sozusagen so nicht der angenehmste Marionetten. Herrscher, weil er halt schon jetzt nicht unbedingt gegen französische Interessen was macht, aber er führt sich halt auf wie die Axt im Walde. Es klingt auch so, als wenn da irgendwann der berühmte Shark gejumpt wird. 1979 entzünden sich dann Unruhen von Schülern und es kommt zu Ausrufen der staatlichen Gewalt gegen die Bevölkerung. Die jungen Menschen wehren sich gegen die staatlich verordnete teure Schuluniform. Die sieht scheiße aus. Nein, Quatsch, die ist extrem teuer und kommt aus Fabriken, die Bokassa gehören. So. Ach, ja. Das überrascht mich jetzt, ja. Der Twist. Ja, der Widerstand wird mit brutalster Gewalt unterdrückt und aufgelöst. Und später wird, Spoiler, Bokassa vor Gericht vorgeworfen, er hätte persönlich Kinder totgeprügelt. So, wie kommt denn ein Kaiser vor Gericht? Den kann doch eigentlich nur Gott richten. Und Gott ist in dem Falle 8 Hubschrauber der französischen Armee, die mit Fallschirmjägern bei der Operation Barracuda dafür sorgen, dass auch wieder relativ gewaltarm, sage ich mal, wird da, während Bokassa auf Staatsbesuch bei Gaddafi, vielleicht wird wieder konvertiert für die Kohle, ist er, und während er bei Gaddafi ist, wird seine Leibgarde und seine Militärspitze festgesetzt und er ist weg vom Fenster und nach 12, 13 Jahren endet dann sein Regime. Und er bleibt dann irgendwie bei Gaddafi und wohnt da im Zelt. Machen wir gleich. Und sein Nachfolger wird sein Vorgänger, David. Ach so. David Decco. Ach so, denn das war ist das. Er saß nämlich lange im Haus zu Hause rum, hatte Zeit nachzudenken. Und dann. Und die Franzosen sich so gedacht, wie nehmen wir jetzt? Oh Gott, also dann nehmen wir halt was wir kennen. Ja. Machen wir das mit den Fans. Also dann hat irgendwie jemand gedacht, was mit Fähnchen. So, wird der irgendwie hier der Überseeminister, hat dann so durch sein Rolodex geflippt. Oh, nur einer drin, David Dacko. Die anderen sind tot. Und ja, David Dacko wird dann auch kurze Zeit lang Präsident der Zentralafrikanischen Republik, bis auch der wieder weggeputscht wird. Und das zieht sich jetzt leider, dann können wir sozusagen auch schon mal ein bisschen in die Gegenwart blicken, das zieht sich auch bis in unser Jahrtausend. Und jetzt hat es da ein bisschen Stabilität, zumindest was das Präsidentenamt angeht, aber dem Land geht es immer noch ziemlich beschissen. So auf irgendwelchen, wenn du so irgendwelche Staatenindizes, so wie ist denn das mit freier Presse, wie sieht denn das aus mit Armut und Hunger und so weiter, hast du die auch konsequent auf den hinteren Plätzen. Ja. Ja, also wenn du das suchst, kommt auch erstmal nicht der Wikipedia-Eintrag, sondern 25 Mal Auswärtiges Amt. Fahrt da nicht hin! Ja.
Ihr seid erwachsene Leute, ihr könnt machen, was ihr wollt. Nicht mehr machen, was er will, kann jetzt Bokassa. Der ist jetzt erstmal an der Elfenbeinküste und dann später in Frankreich im Exil. Ich weiß jetzt nicht, in einem oder in seinem Chateau, aber er lebt von seiner französischen Soldatenrente. Ja. Das sind insgesamt immerhin knapp 6.000 Francs im Monat. Ich glaube, so nach heutigen Maßstäben so 4.000, 5.000 Euro würde ich jetzt sagen, netto. Schon okay. Ja, dann, ja. Also er hat dann auch irgendwie 10 Kinder und eine Geliebte dann mit dabei in Frankreich. Und in der Zentralafrikanischen Republik wird er in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Und dann kommt was, das habe ich nicht verstanden. Er kehrt nämlich 1986 in die Zentralafrikanische Republik zurück. Deco war nicht mehr im Amt, aber er wird trotzdem verhaftet und aber nicht sofort aufgeknüpft, sondern sein Prozess wird neu aufgerollt und es wird der erste, in Anführungszeichen, vernünftige Prozess. Also wir haben da Geschworene, wir haben Radio und Film- und Fernsehübertragungen des Prozesses und er hat französische Anwälte und das Ganze findet vor einem sehr großen, auf einer sehr großen Bühne statt, sodass man halt erstmal so einem Typen halt wirklich staatlich-juristisch so nach westlichen Prinzipien rechtmäßigen Prozess macht. Da will vielleicht so ein Staat ja auch mal ein bisschen zeigen, dass er irgendwie nicht mehr so eine Bananenrepublik ist, sondern dass er jetzt ein ordentliches Rechtssystem hat, dem kann man vertrauen und deswegen geht es jetzt vorwärts. Was wird ihm denn, also wird ihm alles vorgeworfen oder eher Korruption oder eher Kinder erschlagen oder irgendwie alles unwissentlich Menschenfleisch verteilen. Ja, nee, da kommen wir, dass das auch so eine große Rolle spielt, dass wir sind da auch irgendwie, glaube ich, wieder auf das Klischee reingefallen. Bezüglich des Kannibalismus, also das wird ihm nicht nachgewiesen und er wird dessen nicht verurteilt. Ja. Er wird aber verurteilt des Mordes, die er definitiv begangen hat. Also es war jetzt nicht so, dass sich irgendjemand Sorgen machen konnte, dass der vielleicht freigesprochen wird. Also da, ja. So, das ist eher so eine Frage des Wie und nicht des Ob gewesen. Ja. Und Bokassa springt da halt sozusagen auch wieder dem Tod von der Schippe. Relativ zügig wird seine Todesstrafe in lebenslange Zwangsarbeit umgewandelt. Und 1993 wird ihm sogar vom dann amtierenden zentralafrikanischen Präsidenten, wird er im Rahmen einer Generalamnestie für alle möglichen, wird er entlassen und stirbt erst 1996 an einem Herzinfarkt. Die diese Sau. Ja. Ja, here we go. Also ich hatte schon gesagt, die Zentralafrikanische Republik hatte weniger Glück. Ja, vielleicht auch nicht ganz so bekannt vielleicht, weil der Staat nochmal ein bisschen unbedeutender vielleicht ist. Heute, und der hat halt jetzt so die redeeming qualities von Bokassa. Er hat halt immerhin nicht so wirklich einen Genozid gemacht. Das ist auch schon mal was. Ja. So. Nein. Naja, ja. Vielleicht, ja. Okay. Aber ja, an den wird sich wenig erinnert und wenn, dann eben halt wegen seiner freakischen Prahlerei und so. Ja. Also was ein Idiot ist dann immer, aber er ist halt wirklich, und ich habe echt so oft drauf rumgeritten jetzt, der nützliche Idiot eines Systems, das ja so auf Leute wie ihn zählt und Leute wie ihn auch hervorbringt. Ja. Und damit sich super arbeiten lässt. Ja. Da nimmt man halt einiges. Wenn man nicht zu irgendwelchen schrecklichen Partys muss, sondern da seinen Diplomaten hinschicken kann, dann ist ja auch easy. Die Sause klingt aber auch ganz gut so. Also ich meine, ja, hat sich ein bisschen geärgert, weil jetzt nicht irgendwie die Promis gekommen sind, aber alle anderen haben sich halt köstlich amüsiert auf Kosten Frankreichs sozusagen. Frankreich hat ja einen Teil davon auch bezahlt. Ja, ja. Genau, dementsprechend in der Popkultur habe ich nicht so viel von ihm gefunden. Es gibt die, hatte ich letzte Woche schon erwähnt, die Band Bokassa aus Norwegen. Okay. Die hat Friend of the Show Lars Ulrich wohl mal irgendwo aufgetan und hat die als Vorband auf irgendeiner Metallica-Tour von vor ein paar Jahren. Ja. Yeah. Das war, glaube ich, sozusagen deren Durchbruch, ist das Wort. Ja. Dann habe ich noch gefunden, das fand ich ein bisschen geschmacklos, es gibt im bayerischen Kochel wohl ein Gebiet zum Klettern bzw. Bouldern. Ich lasse mir den Unterschied einmal wöchentlich von meinem Sohn erklären und sofort wieder zu. Ja, das ist relativ simpel mit senkrecht und waagerecht. Also vertikal und horizontal.
Wie dem auch sei. das Kletter. Also so erkläre ich mir das immer. Okay, da gibt es ein Kletterproblem, das Bokassas Fridge heißt. Ah. Ich weiß nicht, ob das Kletterer auf ist oder so. ist auf jeden Fall. Friert man da fest? Ja, I don't know. Ja, Videomaterial von der Krönung hatte ich gesagt. Und dann gibt es noch eine filmische Dokumentation aus dem Jahr 1990 mit der Hauptperson Michael Goldsmith. Michael Goldsmith ist so ein Journalist, sozusagen auch zu Bokassas Amtszeiten aus der Zentralafrikanischen Republik. Und ja, dieser Filmemacher des Films, Titel ist Echoes from a Somber Empire. Ja. Yeah. Oder Echoes from a Somber Empire. Das ist nämlich Werner Herzog, Friend of the Show. Macht, ja. Es gibt ein paar Ausschnitte daraus mit so total verhackstückeltem Sound leider. Aber Moment mal, der Michael Goldsmith ist der Journalist, der das macht, aber der Regisseur von dem ganzen Film ist wirklich Best Friend of the Show, Werner Herzog. Werner Herzog begleitet diesen Journalisten auf dessen Reise. Und es gibt eine erhaltene Szene, wo der Sound nicht so schlimm ist. Und es ist so Werner Herzog. Da werden 1:10 so Krabben gezeigt und er erzählt, wie er diesen Albtraum hatte. Und dann war alles voller Krebse. Und dann sieht man noch so eine Einstellung, wie so ein Zug auf die Kamera zufährt und auf den Schienen sind die Krebse und die werden plattgefahren und das ist unheimlich Werner Herzog. Wenn ich da einen kleinen Segway kurz mal zu Werner Herzog machen darf. Habe ich dir bisher immer verboten. Haben wir so weit nie gemacht. Aber auch rein. Das war auch eine rhetorische Frage. Ach so. Es gibt ja inzwischen quasi, ich wusste gar nicht, dass es inzwischen die Kunstrichtung, ich mache Filme und rede über Dokumentationen wie Werner Herzog gibt. Denn das Bonusmaterial für die die dritte Twin Peaks Staffel hat nämlich eine, ist wirklich sehr, sehr sehenswert, wo nämlich immer so behind the scenes und wie halt da irgendwie das gedreht wurde und so gemacht. Aber das ist so vom Stil her, da gibt's so einen wahrscheinlich deutschen Typen, der das regisseur, der wirklich exakt in the pronunciation like Werner Herzog talks. And even he speaks with so funny Begriffe like the man with the elevated gray hair sits behind a bullet and he asks the man what is doing there. Und das ist so immer mal, die Einführung. Das ist wundervoll. Gut, ich finde es aber so, man soll auch wirklich den Meister einfach Meister sein lassen und dann nicht noch. Ja. Darf auch nicht, der darf auch nie irgendeiner AI in die Hände fallen. Das wäre nämlich. And I think it's one of the monumental mistakes of the 20th century. Aber Werner meint anpassen. 21st Century. Ja, vielleicht immer so eine AI-Stimme von Werner. Ah, nein, Quatsch. genau das dachte ich auch gerade. Die Katze ist. Nee, aber Entschuldigung, nach diesem kleinen Ausflug, der Bukassa, ja, ist ja auch irgendwie ein bisschen erwartbar, dass da nicht so wahnsinnig viel Kulturindustrielles bei rumkommt, weil Positives nicht viel zu besetzen. Ja, nee, das gab auch nochmal, irgendwie habe ich was rumfliegen sehen über Biopic, aber entweder ist mir das entgangen oder das waren wirklich nur. Wirklich nur irgendwelche Absichtserklärungen, vielleicht als dann gerade wie Last King of Scotland oder so in dieser Zeit der großen Biopics trendete, wäre ein Moment gewesen. Aber ja, das ist schon, halt einfach eine wilde Geschichte. Hua. Endet hier. Ja. Sehr schön, sogar der Pfeil ist fertig. Dann bin ich mal gespannt, was du mir und uns in 2 Wochen hier präsentieren kannst. Ob es wieder so ein lockerflockiges Thema über Schlechter gibt, klingt ja was. Man weiß es noch nicht. Ich war jetzt irgendwie, Moment, ich muss mich jetzt noch mal kurz zusammenreißen für das Ende der Folge. Ja, ich bin auch schon weggedriftet. das, und dann lief das 4 Stunden, dann haben die einfach irgendwie, zwischendurch war keiner im Raum. Aber es gibt ja auch Livestreams, wo der immer kacken geht oder so. Okay, ja, danke für die Aufmerksamkeit und die Geduld. Ja, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, bleibt uns gewogen. Tschüss. Tschüss.